Hallo. Hallo. Ja, wir haben Daylan ausgerüstet. Es ist nicht so wie in der 5. Version, dass ein Barbar, glaube ich jedenfalls, ungerüstete Verteidigung hat. Das heißt, wir konnten ihn ein bisschen pimpen zumindest. Hier, er hat nicht viel, er hat noch seine Lumpen. Aber ihr seht, zwischen 16 und 22 liegen sehr viel Dinge. So, hier ist wieder ein komisches Portal. Die werden wahrscheinlich wahllos teleportiert werden. Haben Portale so an sich. Müssen wir jetzt wieder hier reingeraten? Okay. Da geht's irgendwo hin. Frage ist, wollen wir das wissen? Antwort: höchstwahrscheinlich nicht. So, dann speichern wir doch nochmal unter diesem schönen angelegten Speicherstand für den Mittwoch. Und dann gehen wir hier einfach durch. Und lassen die Spiegel am besten Spiegel sein. Funktioniert. Die Frage ist, werden wir dafür belohnt? Mit Erfahrungspunkten? Wahrscheinlich nicht. Wir gucken mal in den da. Einfach so. Ihr könnt euch selbst im Spiegel sehen. Neben den Füßen eures Spiegelbilds erblickt ihr viele verlockende Gegenstände, die so real wirken, dass ihr glaubt, sie berühren zu können. Haben wir den jetzt bekommen? Vielleicht. Okay, doch, dann wir machen das jetzt mal. Wir klappern jetzt mal alles ab. Heute wird die Spiegelsaal-Folge. Nö. Wir nehmen nur, was wir brauchen. Segen? Nicht identifizierter Zauberstab? Ich glaube, wenn man eine Sache nimmt, dann löst er sich auf, ne? Ja, okay, sehr gut. Spiegelsaal-Folge. Die Frage ist, kriegen wir Erfahrungspunkte? Oh, Heiltasche plus 3. Gerne, gerne. Wenn wir unser Spiegelbild bekämpfen? Wenn ja, dann würde sich das ja lohnen. Und wir verhindern das andere. Arme Bastardosse in diese Falle tappen. Ach, da kann ich mehr nehmen? Mhm, interessant. Mit schwere Bodenhelm. Das ist doch nice. Klappern wir das mal alles ab. Heilertaschen sind hier voll auf Heilung aus. Oh, und wir können noch was nehmen. Okay, die Spiegelreihe scheint... Geld. Es scheint ungefährlich zu sein. In irgendeinem der mittleren müssen wir wahrscheinlich jetzt auf unseren Gegner treffen. Aber das ist alles kein Problem. Wir haben gespeichert. Und dazu sind wir hier, um Abenteuer zu erleben. Krass. Das ist ja lächerlich ein bisschen, aber... Heiltasche wird wieder genommen. Oh, nochmal ein Aventurin. Jetzt müssten wir uns allmählich... Einer von diesen beiden ist wahrscheinlich der mit dem Gegner. Ah, einen Augenblick dachtet ihr, dass eure Augen im Spiegelbild verdächtig funkeln. Hi, Benton. Wie wär's erstmal? Mit einem betäubenden Schlag? Wie wär's mit noch einem betäubenden Schlag? Ich benutze gerade kein Karma. Steck das weg. Du hast keine Chance gegen die Macht der Freundschaft. Hat er auch mein Inventar? Das wäre lustig. Hörst du auf, meine Tränke wegzutrinken? Benton, es tut mir leid. Hat es jetzt Erfahrungspunkte gegeben? 48. Sind wir so wenig wert, ja? 48 Erfahrungspunkte kriegt man, wenn man mich tötet. Euer Spiegelbild scheint einen verlorenen Ausdruck in den Augen zu haben.
Aber als ihr genauer hinseht, ist nichts mehr davon zu sehen. Oh, Benton. Irgendwie ist es traurig, dass du das Teil deiner selbst getötet hast. Was nehmen wir denn? Ich dachte gerade ganz kurz... Oh, ein Schurkenstein, aber natürlich nicht. Wir nehmen wieder die Heiltasche. So, würde sagen, hat sich gelohnt. Und es war eine interessante Erfahrung für Benton. Und nicht ganz so schlimm wie der Knochendrache, zu dem wir immer noch zurückkehren müssen. Hallo? Entschuldigung? Lebt hier noch jemand? Was bist du denn? Was immer du bist, du kriegst hier erstmal eine reingewirkt. Hier ist eine Falle. Kann sich jemand kümmern? Shavin, ging das nochmal? Hier. Ja, okay. Ich sehe schon, wie Fallen, wie ihr die entschärft. Das könnte ich auch. Aber gut. Hallo? Jemand zu Hause? Was ist diese Brücke? Oh, hier ist eine offene Truhe. Hm, ich weiß ja nicht. Die sieht so einladend aus. Flankiert von... Man sagt, dass Alastra Teleporter liebt. Wir sollten sie allerdings nicht so oft verwenden, ja? Ich möchte schließlich nicht irgendwann in den Bauch eines Drachen teleportieren. Die Truhe ist also ein Teleporter. Wo war die denn? Ich glaube hier, ne? Ja, bitte. Vergesst es. Ah ne, hier geht's raus. Ist schon... Ja, wir haben ein bisschen eine Abkürzung genommen. Ich find's schön, wie sie den Unterberg hier dargestellt haben. Hier sind die Knochen. So, jetzt sind wir ja hier. Das heißt, wir machen hier... Komischer Teleporter nach Norden. Vielleicht stimmt das aber auch gar nicht und wir werden beim nächsten Mal wieder woanders hin teleportieren. Mein Gefühl hat mich nicht getrogen, aber es war noch relativ harmlos, ja, dass wir einfach hier durch die Gegend teleportiert wurden. Natürlich kann man nie wissen. Ich werde ein wunderbares Heldenlied schreiben und dann auf grausame Weise hier unten sterben. Dann wird es viele Jahre später von einem unfähigen jungen Barden gefunden werden. Okay, wenn du das möchtest. Ich würde es vorziehen, nicht zu sterben. Ein Trollleibwächter. Komm mal rum hier. Der feine Herr, was versteckst du dich da in der Ecke? Gebt auf, ihr habt keine Chance. Was ist denn los mit dir? Oh, wirklich, was ist das? Kostet meine Wut. Ja, Dalen, du könntest auch was machen. Gut. Steckte der in der Wand. Oh, Feenstaub. Wer ist hier gestorben? Noch eine Fee. Kommt mal kurz hier hin. Los, folgt mir, bleibt zusammen. Und dann haltet ihr mal kurz die Stellung. Ich speichere und entschärfe auf meine urtümliche Art und Weise folgende Falle. Aua, 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 aua. Ja, ging noch. Das ging noch. Okay. Dann kommt noch mal daher. Bleib zusammen. Denke schon. Denke schon. Shavin, Denke schon. Ha! Ha! Aber die letzte Falle hast du doch auch geknackt. Wir kriegen die schon noch klein. nice. Wo ist der Button alles nehmen, wenn man ihn mal braucht? Säurefläschchen? Ja, falls wir mal wieder auf einen Troll treffen oder so. Hm. Lauter Knochen.
ein nicht identifizierter Ring. Die einfachen Eisenreifen werden von den Magiern des Clans Harpell aus langen Sattel hergestellt. Sie erzeugen ein unsichtbares Kraftfeld in der Größe eines Schildes, das den Träger des Rings begleitet und wie ein normaler Schild geführt werden kann. Der besondere Schild kann jederzeit aktiviert und deaktiviert werden und gibt dem Träger keinen Rüstungsmodus und erhöht nicht die Chance auf Zauberpatzer. Nicht schlecht, aber... Mönch ist nicht dabei. Aber Baba. Dalen, hab was Schönes für dich gefunden. Nur leider kann ich ihn nicht aktivieren. Also wenn ihr wisst, wie das funktioniert, dann immer gerne her damit. Toll. Und die Skelette geben nicht mal was. Naja. Wir wollen mal nicht so sein. Ach, da sind wir wieder. Okay. Ausgang. Das sind ganz viele Spuren. Okay, die Ausgänge sind wahrscheinlich für die verschiedenen Parteien der sich bekämpfenden. Ach so, nee, das ist einfach nur der Ausgang zum Torhaus, alles klar. Nee, dann gehen wir nochmal hier hin zurück. Hier war ja eine Geheimtür, ne? Das ist ja wieder sehr verdächtig. Wo ist eigentlich Charbin? Ach, da in der Tür, okay. Hey, das hat mal richtig wehgetan. Guck die. Stopp. Stopp. Allerdings. Es ist vollbracht, ja. Weißt du, sonst keinen Finger krumm machen. Aber jetzt die Truhe einschlagen. Wo ist das Soul? Na, werden wir angegriffen? Nee. Erstaunlich. So, gut, dann können wir frisch und munter weiter. Was sagt die Map? Die sagt, hier ist noch eine Geheimtür. An diesen dicken Enden sieht man irgendwie immer... Okay. Noch eine Truhe. Botschaft. Auch wenn es dich nicht freut, mein Schatz, hier gibt es wirklich keinen Schatz. Hallaster. Okay, danke Hallaster, dass du uns dafür wenigstens nicht umgebracht hast. Wir schätzen... die Macht des Lebens mehr, als du erwarten würdest. Wie kommen wir da hin? Ah, für so ein paar Bolzen gehen wir noch nicht durch diese Tür. Schabin. Und irgendwas hat geklingelt. War das eine Alarmglocke? Ja, einfach nur magischer Schaden. Okay. Entschuldigung. Einen Augenblick bitte. Der Stille dieses Raumes meint ihr wispernde Stimmen zu hören. Sie flüstern eure Geschichten über euch Geschichten über Könige zu. Die bereits seit langem tot sind. Sogar die Namen der Länder, die sie einst regierten, sind inzwischen in Vergessenheit geraten. Was ist denn, Schaubin?
Wenn ich mich nicht irre, ist das hier die Halle der schlafenden Könige. Sie schaut sich ehrfürchtig um. Ich hätte nie gedacht, dass sie so groß ist. Ich sehe gerade auch noch nicht so viel. Ich stehe ein bisschen ungünstig, muss ich sagen, aber okay. Was wisst ihr denn über diesen Ort? Sie holt tief Luft und starrt lange auf eines der Skelette, dann fährt sie fort. Die Menschheit ist ein altes Volk, viel älter als wir glauben. Die Aufzeichnungen unserer wahren Geschichte sind wahrscheinlich in unzähligen, längst vergessenen Kriegen verloren gegangen. Oder in unserem kurzen Leben. Hier im nördlichen Ferun gibt es Nationen, deren Namen nicht mal mehr den Gelehrten bekannt sind. Regiert von Magierköniginnen und tapferen Fürsten oder Fürstinnen, deren Taten längst in Vergessenheit geraten sind. Sie deutet auf die Leichen im Raum. Die Legenden sagen, Halaster habe die größten der alten Könige gesammelt. Was? Wieder ein Stickeralbum. Und ihnen ein ordentliches Begräbnis verschafft. Hier schlafen sie in einem Ort der Ehre. Lauern hier irgendwelche Gefahren? Dafür, dass sie tot sind, sehen sie ziemlich reich aus. Möglicherweise. Wir sind schließlich im Unterberg. Ich nehme an, diese Skelette hier werden euch nicht stören, solange ihr sie nicht stört. Oder... Aber sicher bin ich mir nicht. Lasst sitzende Könige in Frieden. Okay, heißt das, liegende Könige dürfen wir stören? Der sitzt. Der Vivisektionist. Vivisektionist. Ah, okay. Ich weiß ja nicht. Kann ich mit dem sprechen? Ihr bemerkt im Innern der leeren Augenhöhlen das schwache Flackern kalten Lichts. Doch das Skelett bewegt sich nicht. Okay, der sitzt, den lassen wir in Ruhe. Da sind einfach nur noch Knochen. Da ist der blaue Stab, den wir wahrscheinlich brauchen. Revisionist. Ach, Balothorn. Die Frage ist, ob irgendeiner von denen mit uns reden will oder ob die uns dann gleich ansprechen. Okay, flackerndes Licht. König Krolon. Als ihr euch dem sitzenden Skelett nähert, kommt es euch fast so vor, als spürte es eure Anwesenheit, aber es bewegt sich nicht. Die Dame Fensor. Keine Reaktion. Knochen? Was ist das? Eine Rüstung. Diese magische Rüstung bietet dem Träger jeglichen Schutz. Sie weist allerdings kein Zeichen auf, durch das derjenige, der einst sie erschuf, identifiziert werden könnte. Weiß ich nicht, Sharbin. Sieht kacke aus, die Rüstung, aber ist die besser als die, die du jetzt hast? Jede Rüstung plus 3, ich glaube nicht. 26, 26, okay, schenkt sich nicht viel. Schenkt sich nicht viel, dann lassen wir das doch einfach. Es ist wirklich sehr groß. Ihr habt einen Moment den Eindruck, dass sich die skelettierte Hand dieses toten Königs bewegt hat. Doch als ihr ein zweites Mal hinblickt, stellt ihr fest, dass ihr euch wohl getäuscht haben müsst. Die Hand rührt sich nicht. Häuptling Urdon. Oh. Das Schwert im Griff des Skeletts glitzert plötzlich und springt. Er spricht aus der Knochenhand, als seine Stimme aus dem Innern spricht. Er springt fast. Achso. Ja, ihr! Nehmt mich diesem Biest aus der Hand und bringt mich hier raus! Wenn ich noch ein Jahrzehnt auf diese Wände starren muss, werde ich wahnsinnig, das schwöre ich euch! wer seid ihr? Ich würde doch nicht im Traum daran denken, eine einfache Bitte zu äußern. Und
Und dann auch noch zu hoffen, dass ein Abenteurer das tut, was man von ihm verlangt. Die Antwort ist also nein? Na gut, fangen wir nochmal ganz von vorne an, ja? Bis dann. Leb wohl.